Ihr Resümee aus einem Forscherleben für Ökologie und Nachhaltigkeit? Das Resümee ist, dass die Natur und das menschliche Streben nach Nachhaltigkeit, dass die sehr schwer vereinbar sind. Und das liegt an der Ungleichartigkeit in der Natur, die also überall ungleiche Chancen für die Menschen bietet. Und die Menschen wollen möglichst alles gleich haben, gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiche Aussichten. Da liegt das große Problem der nachhaltigen Entwicklung. Ist die Nachhaltigkeit bzw. Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung, ein gutes Konstrukt, ein gutes Leitbild für die Zukunft? Es ist prinzipiell ein gutes Leitbild, aber die Umsetzung ist wegen der eben erwähnten Ungleichartigkeit der Natur und wegen der drei Komponenten Ökologie, Ökonomie und Soziales, die nicht immer zusammenpassen, ist es schwierig in der Umsetzung. Was brauchen wir an Handlung von der Politik heute? An Handlung der Politik brauchen wir langfristige Konzepte, die über eine Wahlperiode hinausgehen. Und das ist den Politikern in einer demokratisch strukturierten Gesellschaft sehr schwer zu vermitteln. Sie wollen ja wiedergewählt werden. Ich habe in der Zeit meiner Politikberatung, wo ich also solche Probleme angesprochen habe, manchen Politikern gesagt, verzichtet mal auf die nächste Wiederwahl durch unpopuläre Beschlüsse. Beim übernächsten Mal werdet ihr wiedergewählt, denn dann stellt sich heraus, dass das richtig war. Ist es ein anderer Weg oder ein sinnvoller Weg, auf das Individuum zu setzen, auf den Einzelnen? Auf die Dauer nicht, nein. Nein, man muss also über das Individuelle, so wichtig es ist, muss man sich auch hinwegsetzen können, nicht wahr? Man sieht ja heute, gerade in der Zeit der elektronischen Kommunikation mit Facebook und so weiter, wie weit das Individuelle auseinandergeht. Ich erinnere an das Buch von Pietschmann, das schon in den 80er Jahren erschien, die Atomisierung der Gesellschaft, nicht wahr? Weil sie sich einfach in Atome auflöst. Und das geht nicht, wenn man also große, zusammenhängende Politik machen will. Hilft Bewusstseinswandel beim Individuum, um die Zukunft lebenswerter zu machen, um Ressourcen einzusparen zum Beispiel? Ja, natürlich hilft Bewusstseinswandel. Nur ist die Frage, wandelt sich das Bewusstsein aus eigener Einsicht oder auch aus eigenem Gefühl, nicht wahr? Oder wandelt sich das Bewusstsein durch Erfahrungen, Druck von außen, nicht wahr? Not, Elend, Hunger und was alles dazu gehört, Seuchen. Das ist immer die Frage. Bewusstseinswandel ist notwendig und hat ja in der Menschheit auch immer stattgefunden.